So, hallo Leute, willkommen zu Let's Play oder Let's Random Battlefield 4 im Multiplayer-Modus. Ich bin gerade frisch auf dem Server draufgekommen und es ist gleichzeitig ein Test von Nvidia GeForce Experience Shadowplay. Ja, das ist eine Aufnahmetechnik, die im GeForce Experience-Ding dabei ist hier. Das ist ja dieses Teil. Ups, da war ich aber schlecht. Das ist hier dieses Teil, welches automatisch an die besten Grafikeinstellungen vorschlägt und so weiter. Und das hat jetzt auch eine Aufnahmefunktion und die funktioniert anders als eine normale Aufnahmefunktion, weil. Aua. Weil, das funktioniert so, dass das, keine Ahnung, irgendwie von den von der Grafikkarte. Da ist ein bestimmter Decoder drauf und der optimiert das dann irgendwie nochmal. Und da habe ich mir gedacht, hey, das klingt geil, ich habe eine. Also dafür braucht man mindestens eine Kepler. Also ab der 6000er Serie. Beziehungsweise 6500er braucht man mindestens. Hab mir gedacht, hey, ich habe eine 77, da ist das dabei. Da probierst du es mal aus, weil dann hast du mehr FPS. Und da ist das alles cool. Der einzige Nachteil ist dabei nur, dass mein Mikro nicht aufgenommen wird. Das mache ich jetzt im Nachhinein mit Audacity. Und, kann sein, dass meine Stimme nicht 100% synchron ist. Okay, das war schlecht. Aber das passt schon. Ich versuche mein Bestes. Lädt der Battle Log nicht. Ja, ich wollte sowieso als Versorger spielen. Nee, nicht mit dem. Sondern hiermit. Und wir wollen die Seetarnung. Unser Commander gibt uns leider keine unser Squad, die gibt uns leider keine Befehle. Damage, ist doch gut. Ich bin schon das letzte Squad mit Elite. Was geht denn da ab? Naja. What the shit? Okay, das war komisch. Ich bin übrigens mittlerweile schon Level 12. Ja, 12. Und, ja. Ich bin übrigens erstaunt, wie gut Battlefield funktioniert. Also. Ich spiele es auf Hoch bis Ultra. In der Beta hatte ich übelste Probleme. Aber es hat nichts funktioniert. Aber jetzt läuft es einfach perfekt. Oh, perfekt wäre, wenn ich alles auf Ultra stehen hätte und immer noch 120 FPS hätte. Aber nee, trotzdem, das läuft einfach super duper. Ich habe jetzt schon mittlerweile einen etwas älteren Prozessor. Naja, es läuft trotzdem super duper. Ja, das ist Squad-Mitglied. Was habe ich für Nukes? Na egal. Meins, Pump-Freak. Da wäre doch irgendwo ein Gegner. Okay, aber nicht auf dem Dach. Zur Sicherheit. Oh oh. Oder doch auf dem Dach? Doch auf dem Dach. Nee. Geht das Ding wirklich so weit runter? Ach, ist mir jetzt egal. Dann werde ich eben von hinten gemessert. Ich gehe einfach hier und guck mal, wo ich Gegner finde. Oh, da war der Aufzug. Das habe ich gehört.
Crest immer Befehle. Feindliche Rakete? Ach, die Gegner hat Commander, Fackel. Okay. Boom. Geil. Ich war auch mal Commander. Habe ich auch ganz oft mit der Rakete rumgespielt. Das ist wirklich geil. Leider hört nie einer auch einen, wenn man Commander ist. Ich denke mal, irgendwie in 2 Wochen hat sich das geregelt. Ich meine, es sind nicht mal alle super Noobs. Dann gibt der Squad-Typ auch mal Befehle. Das Squad-Leader meine ich. Mist. Da hat er mich erwischt. Ah, er hat sogar schon das andere Messer. Na gut, dann spiele ich mal was anderes. Was wollte ich denn eigentlich leveln? Ach, das steht ja gar nicht mehr. Doch, ich wollte die M416 leveln. Chefkoch. Super. Ich muss sagen, Battlefield macht mir sehr viel Spaß. Wir haben gerade mal den 2. Tag nach Deutschland released. Wo ich schon früher gespielt habe. Wegen Korea und so. Oh Mann, die Waffe verzieht aber schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Schade, dass ich keine Granate mehr hatte. Ach, wieder hoch geht den Aufzug. Oh, apropos Aufzug, dann ist er ja hier. Boah, das war knapp. Ach, Chefkoch. Naja. Das Coole an dieser Aufnahmemethode ist jetzt für mich, dass ich den Sound nachbearbeiten kann. Also meinen eigenen Sound. Also ich hätte auch das mit TX-Toy machen können, aber es funktioniert bei mir nicht so gut. Ja, ich wusste, dass wir verlieren, deswegen. Wo ist das Boot? Naja, egal. Scheiß auf das Boot. Den Film habe ich mir jetzt nie gesehen. Ich muss den Film das Boot mal schauen. Ich glaube, der ist ganz cool. Oder ganz interessant. Ich mag diese Map wirklich. Die Map ist richtig geil. Auch als Commander macht die echt viel Spaß. Nur weil es die Raketen gibt. Bam, die sind so geil, die Raketen. Jeder mag Raketen. Die Raketen habe ich immer so 5-fach Kills, wenn man halt immer genau dahin trifft, wo die Rakete hintreffen soll und dann auf 50 Kilometer daneben. Das ist einfach geil. Ich gehe mal als Pionier wieder rein. Als Pionier habe ich irgendwas freigeschaltet. Interessant. Ja, Angriff, genau. Ich mag das Angriffspaket lieber als das Defensive. Oh, der Jet hat's drauf. Habe ich die Stinger dabei? Nein, natürlich. Geh weg von mir. Oh, da ist ein Panzer drin. Ja, Dingens. Und wir haben verloren. Oh, guck mal unten, da springe ich. Ich finde das super lustig. Naja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen.
Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist mit der Aufnahme, wie die Qualität ist und alles drum und drin. Ich habe die Qualität auf hoch gedreht. Und ja, wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen und ihr könnt mir ja sagen, ob das irgendwie in Videoqualität irgendwie ein Unterschied ist zu sonst, ob es besser ist, ob es schlechter ist. Naja, wie auch immer. Bis dann. Tschüss.